Herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review hier vom Let's Multiplay. An meiner Seite ist wie immer der Smirnoff. Servus. Und ja, servus. Wir haben uns heute den Bittram oder den Random Bittram Front und Heck ausgesucht. Gerade als Mod neu erschienen auf Mod-Hoster und ja, haben den schon mal auf Herz und Nieren getestet. Und Smirnoff wird jetzt mal kurz erzählen, was alles so an diesem Mod dran ist, was faul ist. Was nicht faul ist. Ja, fangen wir genau. Mal an, auf. Klar. Kann klein vorweg schon mal sagen, hier die Schriftzug. Das ist nur eine optische Verbesserung, könnte man da machen. Das sieht ein bisschen groß aus. Da kommen wir auch dann gleich hier zu den Seitenbeleuchtungen, dass wenn man die anguckt, die flimmern ein wenig. Auch nicht so toll. Ja, man sieht es ganz leicht, wenn man sich bewegt davor. Genau, das ist einfach die optische Sache. Genau wie mit den Ersatzreifen, den Reifen, die dran sind, vielleicht da die gleichen Reifen zu nehmen, das wäre schöner. Aber das sind nur optische Sachen. Genauso wie hinten bei der Klappe. Man kann hinten bei der Heckklappe durchgucken. Ja, Bei dem Fronthänger. Da wird das ganze Getreide schön durchlaufen. Richtig. Ja. Und da haben wir auch zufälligerweise festgestellt, dass man hier durchs Heck durchlaufen kann. Bei dem Fronthänger und auch durch die Front beim Fronthänger. Hier geht es jetzt nicht, weil der Dolly drunter ist, aber ja, der Seite kann man es auch sehen. Ja, du bist kopflos gerade. Ja, so. Kopflose Dinger. Kann aber schön reingucken. Ja, also das sind so schon mal diese Fehler. Was positiv ist, er wackelt nicht, er sitzt sofort da, wenn man ihn kauft. Er springt nicht hin und her, sehr schön. Auch wenn man ihn anhängt, keine Probleme. Kannst ja sehen, man kann wunderbar auch rückwärts fahren mit denen. War die ganze Zeit nur rückwärts und jetzt schlägt er es aus. Also klasse. Echt klasse Mod ist das. Ja. Soweit. Ja, dann sehen wir jetzt gerade noch hier die Stelzen. Das ist leider bei dem hier und zwar bei dem Hänger Heck. Da sieht man, das sind so graue Stelzen. Das ist einfach nur eine optische Fehler. Da müssen noch behoben werden. Und in Sinne. Was du noch zur Anmerkung? Also man kann auch einen Dolly dran machen. Man muss nicht nur einen Truckfahren dran machen, es geht auch ein Dolly. Ja, das finde ich sehr schön, dass man einen Dolly dranhängen kann. So, jetzt gehen wir mal unten auf den Hof. Da kann man es gerade hier bei dem zweiten Truck sehen. Weil ich komme gerade mal mit dem Truck runtergefahren. Dann sieht man ihn nochmal in Aktion nochmal. Das finde ich nämlich auch sehr schön, dass wenn man ein bisschen links, ein bisschen rechts fährt bei hoher Geschwindigkeit, wackelt er ein bisschen. Nicht sehr steif, das ist klasse. Er agiert da ein bisschen mit, das ist richtig gut gemacht. Ja, ich muss erstmal in die Kurve hier rumfahren gerade. So. Ja, sieht optisch sehr schön aus beim Fahren auch. Also, wenn man sich das mal so anguckt, kommen wir jetzt mal auf den Hof runtergeheizt. Also weil, sofern man von Heizen sprechen kann. Wobei doch, er zieht eigentlich ganz gut. Ich fahre jetzt mal eine kleine Kurve hier. So, jetzt wurde ich hier zugeparkt schon, Mensch. So. Ah, sieht echt klasse aus, wenn man mit ihm fährt. Ja, definitiv. Können wir mal eine große Kurve hier fahren. Ja, ist aber klar, dass er sich dann irgendwann aufbockt. Links und rechts, wenn man zu steil fährt. Ist ja der Realität auch angepasst. Ja. So. So, und hier sehen wir das zweite Problem mit den Stelzen. Achso. Der ist einmal angehängt gewesen und ich hänge ihn ab. Und die Stelzen rücken auf einmal nach hinten. Ja. Was jetzt positiv ist, beim Abhängen, er wackelt nicht so sehr. Das ist das Heckteil. Das Problem ist jetzt aber, bei dem Frontteil, wenn man da einen abhängt, springt er. Er beruhigt sich wieder nach einer gewissen Zeit, aber er springt. Und das extrem. Ja. Also das muss man definitiv noch bearbeiten. Dann sieht man jetzt hier, ich stehe direkt unter dem Silo. Warte, ich springe ja kurz mal eben auf den Truck rauf. Man sieht, ich stehe direkt unter dem Silo, oder vielleicht kannst du auch von der Seite gucken. Es wird nicht befüllt. Erst wenn ich jetzt ein Stückchen vorfahre, da fängt die Befüllung an. Also da muss man das definitiv noch ändern. Das ist aber auch genau die Fläche, durch die man durchlaufen kann. Ja, da ist wahrscheinlich einfach die Kollision nach hinten versetzt worden.
einfach mit nach vorne folgen. Das haben wir aber jetzt hier genauso, dass er auf einmal befüllt, obwohl er gar nicht drüber ist. Ja, stimmt, man sieht es hier sehr schön, ja. Ich muss auch sagen, ich fahre jetzt mal den einen jetzt mal kurz hier raus. Sehr dunkel sehe ich gerade der Mais. Wird mal ein bisschen heller machen, optisch. Ich springe mir eben oben drauf. Ja. Das ist jetzt hier Mais. Ach, Mist. Das ist jetzt Mais, genau. Jetzt wollte ich eigentlich oben drauf springen, um Textur zu zeigen. Dann steig einfach ein, mal aus meiner Sicht. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ja. Das ist jetzt der Mais. Die Textur sich an sich, also selber, die ist klasse, genauso wie vom Raps die Textur. Und auch Weizengerste, komplett andere Textur, wunderbar, sehen sehr schön aus. Klasse. Das stimmt, definitiv. Richtig schön gemacht. Können wir gerade mal das Abkippen zeigen? Ja, ich komme eben kurz rum. Also wenn man jetzt hier, steig erstmal hier ein, dann kannst du mal zeigen den Vergleich zwischen Standard und dem. Die Textur. Stimmt, das jetzt die, na, jetzt meine Kamera gerade ein bisschen gesprungen. Ja, das ist die Standard-Textur und das ist hier die vom Mod. Also hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, das ist sehr schön. Ja. Soll ich einfach mal auskippen? Ja, oder ich kippe aus und du stellst dich hinten hin. Oder so. Hält so, den Leuten das direkt ins Gesicht, wie schön das aussieht. Ja, dann schieß mal los. Das war nämlich gar nicht. Ach so, ist nichts passiert? Nein, es fällt einfach durch. Du hast schon ausgeladen. Ich kipp's gerade aus. Ach da, jetzt sehe ich's hier, ja. Das da ist läuft es, ja. Sehr, sehr schlimm ist das. Das stimmt. Als hätte er irgendwie ein Loch im Boden. Ja. Also, bitte ändern. Reingefriest, ja. Bitte ändern. Das ist sonst ist er echt klasse. Was ich jetzt auch noch gemerkt habe, ist, vielleicht kann man nach hinten. Ja. Gibt halt keine Rückfahrlicht. Okay. Gar nicht. Hast du Licht angemacht mal? Ah, da, okay. Das normale Licht gibt's. Ja, aber es gibt kein Rückfahrlicht. Genau. Und er blinkt auch nicht beim Rückwärtsfahren, ne? Oh, es gibt Warnblinker. Ja, es gibt Warnblinker, es gibt Blinker rechts, Blinker links. Sehr schön. Und was Schöne ist, dafür setzt sich jetzt mal rein. Also warte mal, ich mach den erstmal an. So, jetzt. Hörst du es? Oh ja, es klickt. Genau, das ist auch, was man leider nicht oft hört oder sieht in dem Fall. Also es ist auch sehr klasse. Wie gesagt, wir wünschen uns einfach noch, dass dieser Mod einfach in der Version 1.1.2 oder welche noch kommen sollte, ein bisschen überarbeitet wird. Das Abkippen, die Textur, Polis, wo man durchläuft und die Befüllung. Ansonsten ist das ein echt klasse Mod. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Gut, ja, dann in diesem Sinne, wenn wir auch mal Mods testen sollen für euch, wo ihr sagt, ja, Mensch, die müsst ihr jetzt irgendwie mal testen, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefällt, dann liked es natürlich auch und über ein kleines Abo freuen wir uns auch immer. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.